Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum H5 Universal Einbauvideo. Wie der Name schon sagt, wir verbauen heute den Cryrig H5 Universal auf einem System. Um den Aufwand zu maximieren, den wir haben, verwenden wir heute einen Cube Case. Warum machen wir das? Ganz simpel, der H5 kommt vormontiert daher. Das bedeutet, ihr habt die untere Haltespange und alles schon da, inklusive der Schrauben. Und ihr müsst mit einem langen Schraubendreher von oben durch den Kühler durch. Das bedeutet, ihr braucht maximalen Platz nach oben. Wer das Ganze seitlich montiert, muss eigentlich nichts weiter machen, als seine beiden Seitenpanel abnehmen, um alles zugänglich zu haben. Wir für unseren heutigen Fall müssen da ein wenig anders rangehen. Wir müssen den kompletten Mainboard Tray rausnehmen, da wir oben den Platz nicht haben. Wir kommen oben nicht durch den Deckel durch und wir können ihn auch nicht rausnehmen, dass oben ein Loch wäre. Von daher muss der Mainboard Tray komplett raus. Was brauchen wir an Werkzeug? Eigentlich brauchen wir zum direkten Einbau des Kühlers, also das richtet sich jetzt an die Leute, die ihn in einem Standardgehäuse mit, hängend am Mainboard verbauen. Ihr braucht eigentlich nur noch irgendeine kleine Verteilhilfe für die Wärmeleitpaste. Für die Leute, die in einem Cube Case verbauen, ihr braucht das Werkzeug natürlich, um euer Gehäuse zu öffnen. Wer da noch ein älteres Modell hat, ohne irgendwie Rändelschrauben, also ohne Schrauben, die man mit den Fingern rausnehmen kann, der braucht definitiv dafür erstmal einen Schraubendreher, um das Ganze zu öffnen. Und für die Leute mit Cube Case wird das schon komplizierter. Ihr braucht einen Schraubendreher passend, um das Gehäuse aufzumachen, um die Grafikkarte zu lösen. Und ihr braucht natürlich dann noch einen passenden Aufsatz, um das Mainboard bzw. den Mainboard Tray rauszunehmen. Grundsätzlich ist noch zu erwähnen, ich habe noch angefangen eine Wärmeleitpaste, ich werde die benutzen. Wärmeleitpaste kommt in ausreichender Menge und einer Spritze in dem Karton noch mit. Ich mache erstmal nur meine angefangene fertig und dann werde ich weitersehen. Wenn wir jetzt mal seitlich ins Gehäuse schauen, dann stellen wir fest, ich habe bereits alle Kabel gelöst. Das Front-IO-Panel, die Festplatten, Grafikkarte ist auch schon rausgenommen. Daher ist hier schon diese große Lücke, dass wir reingucken können. Auf der anderen Seite sind auch schon Mainboard-Anschlüsse, beide gelöst. Und von daher können wir an dieser Stelle loslegen. Wer noch irgendwie sich jetzt fragt, warum ist der Kühler noch angesteckt, den können wir einfach im Verbund mit rausnehmen. Da ist überhaupt kein Problem. Und ihr braucht natürlich noch irgendwas, um dann die alte Wärmeleitpaste runterzubekommen. Ich empfehle an der Stelle, je nachdem, was ihr für Paste drauf habt, Isopropylalkohol oder Waschbenzin und ein Stück Küchenpapier. So, ich beginne auf der Rückseite des Gehäuses, löse die beiden mittleren Schrauben, weil das gute Stück hat einen rausnehmbaren Mainboard Tray. Wer sowas nicht hat, muss natürlich jetzt gleich damit beginnen, das Mainboard direkt an den entsprechenden Schrauben zu lösen. Ich habe da ein bisschen weniger zu tun, weil ich einfach nur diese vier Schrauben lösen muss. Dann kann ich das Ganze schon nehmen. Und kann es rausnehmen. Wer dasselbe Gehäuse benutzt, ihr wollt vielleicht den Festplattenkäfig vorher rausnehmen, damit ihr einfach nicht über diese Kante hier heben müsst. Aber grundsätzlich macht das keinen großen Unterschied vom Aufwand her. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir können das Gehäuse zur Seite nehmen. Wir beginnen mit der Demontage des alten Kühlers. Das Kabel abziehen, die Spange lösen und das Ganze runterfädeln. Ab ist er. Jetzt nehmen wir uns unseren Reiniger, wie gesagt Isopropylalkohol oder Waschbenzin. Wer von euch jetzt sagt, wozu, brauchen wir gar nicht, Sockelarm 2 ist eh veraltet. Der Einbau auf Sockelarm 2, Sockelarm 3 und den bei FM-Sockeln ist identisch, der Ablauf. Von daher schaut hin, wenn ihr eins dieser Systeme habt, könnt ihr was bei mitnehmen. Jetzt nehme ich mir das mitgelieferte Werkzeug
und löse die alte Sockelhalterung. Die können wir nämlich nicht nutzen, wenn wir gleich uns angucken, warum. Die alte Backplate ist nicht tauglich für das Ganze, weil keine Bolzen drin sind. Keine Haltebolzen. So. Oberteil vom Sockel. Ihr habt die Schrauben hier drin, die sind lose. Ihr könnt es aber einfach so zur Seite legen. Jetzt drehen wir das Ganze um und sehen, wir müssen das Mainboard doch noch abbauen, weil die Halterung hier lässt uns nicht die Backplate entfernen. Da ist es schon jetzt raus. Ich werde aber noch ein paar Schrauben lösen. Dann können wir nämlich ein wenig tricksen. Und die hier unten, die mache ich nur lose. Ich löse sie nicht, schraube sie nicht komplett raus. So, dass wir das Mainboard jetzt leicht heben können. Jetzt nehmen wir uns die mitgelieferte Sockelhalterung für AMD. Verbirgt sich in der Tüte mit der Aufschrift 4. Vergleichen wir die Backplates. Die Backplate hier, in die wird reingeschraubt, das ist die originale. Die Cryric Blackplate hat Gewindebolzen drin und keine Muttern im Endeffekt eingepresst. Sondern Gewindebolzen, das bedeutet, wir können die Originale nicht nutzen, weil natürlich wir nicht in dieses Gewinde, also wir nicht da die Halterung direkt haben. Deshalb muss die Originale von AMD weichen. So, ich habe das Ganze ja jetzt lose geschraubt. Also kann ich, ohne das Mainboard komplett runternehmen zu müssen, das Ganze einfädeln. Kurz eingefädelt. Und jetzt setzen wir die ganzen Schrauben wieder an. Denkt immer dran, die Schrauben, wenn ihr die an- und abschraubt, ihr wollt die nicht verkanten und die sollen immer erst dann festgeschraubt werden, wenn alle drin eingefädelt sind schon, sonst habt ihr da vielleicht Probleme. Das ist auch nicht bezeichnend jetzt irgendwie für das Gehäuse, dass das nicht funktioniert sondern, und die, das Ganze zu klein ist, sondern ihr müsst immer sehen, das System hier ist älter, es ist ARM2 und das Mainboard-Layout spielt dort mit rein, dass das jetzt nicht funktioniert, dass man das einfach rausnehmen kann. Das ist im Wesentlichen halt auch dem Mainboard-Layout geschuldet. Von daher kann das bei euch super toll funktionieren. Und bei dem System hier überhaupt nicht. Gerade im Bereich Micro-ATX-Boards, wo der RAM dann hier oben liegt oder so, da ist dann sowieso noch eine andere Geschichte. Micro-ATX ist das ja, Mini-ATX-Boards, entschuldigt bitte. Wenn der RAM dann da oben liegt, dann habt ihr den ganzen CPU weiter unten, da ist dann natürlich noch eine andere Geschichte. Ne? Sollte klar sein. So, nochmal alle Schrauben durchgehen. Und wieder fest. Wenn wir alle Schrauben durchkontrolliert haben, greifen wir unter das Mainboard und drücken die Backplate richtig hoch, so dass sie komplett anliegt. Jetzt nehmen wir uns die Tüte mit den Abstandhaltern Aufschrift 05. Das sind die guten Stücke, die haben auf einer Seite so einen Gummiring angepresst und auf der anderen Seite Gewinde. Die werden jetzt einfach aufgesetzt und festgedreht.
Die dreht ihr noch handfest. Und so weit, und dann ist das Ganze schon soweit fertig. Jetzt nehmen wir uns den zweiten Teil unserer Einbauplättchen. Das ist der obere Halterahmen. Der Halterahmen muss so aufgesetzt werden, dass diese gebogene Kante nach unten zeigt. Soweit so gut. Anderes Tütchen mit der Aufschrift 5, da sind diese Kappen drin. Eine Rolle hat schon davon. Die setzt ihr jetzt von oben auf den Rahmen auf. Im Gegensatz zum Intelsockel ist jetzt hier nichts mit Drehen oder Einstellen der Schraubenposition oder so notwendig, da AMD immer die gleichen Bohrpunkte genommen hat für diese ganzen Sockel. Da ist dann nicht notwendig, irgendetwas noch in der Richtung zu machen. So. Soweit alles fest. Ihr nehmt euch jetzt die mitgelieferte Wärmeleitpaste. Ich nehme noch meine ausreichende, die ich noch hier habe, die angefangen schon ist. Und wir verteilen davon etwas auf der CPU. Nehmt uns den Spatel oder ihr könnt ein Küchentuch an der Stelle nehmen. Ihr könnt alles Mögliche machen. Also ihr könnt da definitiv noch andere Mittel und Wege ergreifen. Ein Küchentuch geht, EC-Kartenformat, also so diese alten Telefonkarten oder so geht auch. Das war zu wenig, glaube ich. Was die ganze Sache ein bisschen schwieriger macht, ist, der Rahmen ist höher als die CPU selbst. Bedeutet, das Verteilen macht sich jetzt hier ein bisschen schwieriger, als man das normal gewöhnt ist. Passt auf, diese Generation, gerade Athlon, die haben so, also gerade die Athlon X12 hier, die haben ein bisschen das Problem, dass die gern überhitzen. Auch weil, liegt unter anderem auch daran, dass die Heatspreader nicht hundertprozentig plan sind. Wer da mal sich eine Schiebelehre oder so nimmt und mal oder eine Fühllehre mal drüber geht, also einfach ein ordentliches Messwerkzeug, wird das feststellen. Ihr solltet euch ein bisschen mehr Mühe geben jetzt hier als ich. Ihr solltet das Ganze gleichmäßig verteilen. In der Mitte darf ein wenig mehr sein, das presst sich nach außen. Ihr wollt aber vermeiden, dass ihr in irgendeiner Form Luftblasen habt. Also ihr sollt keine Kanten oder so drin haben, Luftlöcher. Da wäre jetzt so ein schönes Beispiel, diese kleine Kerbe würde zu einem Lufteinschluss führen und dann würde da keine Wärme übertragen werden. So. Soweit so gut. Das sind alle Vorbereitungen am Mainboard. So sieht der Kühler aus. Komplett vormontiert. Gehen wir mit dem Wichtigsten. Ihr müsst diese Folie entfernen. Außerdem fehlen wir jetzt das Kabel hier unten raus. Und eine Sache, die dort unten noch drin ist, und zwar vom Transport, ist hier so ein kleines Trockentäschchen drin, das die Luftfeuchtigkeit entziehen soll. Das muss auch noch weg. Ich gehe nochmal den Schritt extra. Ich nehme eine saubere Ecke. Bisschen von dem Reinigungsalkohol drauf. So. Das Ganze lasst ihr verdunsten in Ruhe.
Wenn der Alkohol sich verflüchtigt hat vom Boden des CPU-Kühlers, kommen wir zur Frage aller Fragen. Wie rum setzen wir das gute Stück auf? Bei dem Mainboard ist das die einzig mögliche Einbauposition. Gucken wir von der Seite drauf, dass wir richtig in den Löchern sind. Weil ihr seht, so rum würde funktionieren, aber würde uns nichts bringen. Wir würden am RAM einfach auch den erwünschten Luftstrom über den RAM nicht haben. So könnt ihr natürlich die Luft direkt zum Netzteil befördern. Das ist also jedem selbst überlassen, was er dort möchte. Jetzt setzt euch am besten davor, um es richtig einzufädeln. Und dann geht's los. Ihr nehmt euch das Werkzeug. Startet nur ein paar Gewindegänge. Die Schrauben sind sehr, sehr hart, diese Muttern. Geben sich sehr schwierig. Hinten schauen auch, dass er da richtig reinkommt. Also die Federn in den Schrauben sind sehr, sehr übel. Jetzt hat er gegriffen. Ihr seht, da ist ein bisschen Gewalt notwendig. Was machen wir jetzt? Im Endeffekt, ich drehe die jetzt fest. Aber um das Ganze anzufangen, musste ich mich schon sehr rauflehnen. Ihr wollt es jetzt gleichmäßig festziehen. Da guckt ihr einfach immer mal hier unten rein, auf die entsprechenden Schrauben. Wie dicht sind sie dran? Wie viel Platz ist da noch? Und dann ist der Kühler schon fest drauf. Jetzt ist nur noch der Punkt, wir müssen unser Lüfterkabel einfädeln. Das könnte man jetzt hier unten drunter durchlegen einfach. Und hier hinten aufsetzen. Na, will er nicht. Nehmen wir es nochmal zurück. Entschuldigt, dass ich jetzt hier mit zwei Fingern rumfummeln muss, dass ihr da nichts seht. Aber das kann ich jetzt leider nicht beeinflussen. Da kriege ich euch nämlich mit der Kamera ganz wenig zwischen. So. Er ist verbaut. Angesteckt. Das Kabel liegt unten auf dem Halterahmen, sauber drumherum. Man sieht es nicht, es stört nicht, es kann nicht in den Lüfter kommen oder ähnliches. Ja, jetzt setzen wir das Ganze ein. Wir greifen unser Mainboard samt Kühler und erkennen, dass wir nicht reinpassen. Warum? Wir haben gerade mal 17 cm über dem Mainboard. Also laut Gehäuseangabe und laut Kühlerangabe sollte beides passen. Warum passt es nicht? Wir haben durch den Mainboard Tray unten noch eine zusätzliche Höhe, das wird nicht funktionieren. Die kriegen wir nicht hier rüber. Da sind wir nämlich dann schon auf 19 insgesamt, wenn wir es reinheben wollen, weil hier oben ist verschwindet ein Zentimeter. Ihr seht, meine ganze Fingerspitze ist hier weg. Das heißt, oben ist so viel mehr Platz, den wir hier aber an der Kante nicht haben. Und hier unten der Mainboard Tray ist auch höher, was wir auch uns wieder an der Kante fehlt. Also, achtet ein bisschen drauf, was sagt euer Gehäuse und wie viel Platz ist wirklich an der Seite. So, ich habe das Mainboard komplett vom Tray gelöst, habe den Tray bereits eingeschraubt. Und jetzt sehen wir, das Ganze passt.
Ihr müsstet jetzt das Mainboard festschrauben, während es drin verbaut ist. Und ansonsten bekommt ihr den Kühler, ihr seht, auch in dieses Gehäuse rein. Er passt, aber man muss, hat ein bisschen Umstände, um ihn einzubauen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ihr müsst natürlich jetzt wieder Grafikkarte einbauen, das Mainboard natürlich festschrauben, ganz wichtig, das lasse ich jetzt mal alles weg. Grafikkarte einbauen, alle Steckverbindungen wieder machen. Wer sich unsicher ist, weil er sagt, ich habe den selber nicht zusammengebaut, ich weiß nicht, wo die Steckverbindungen hinkommen und welche wohin kommt und wie das und ah und blub, und ihr habt so viel Angst, dass da irgendwas zu vertauschen, macht Detailbilder, nicht einfach so ein Bild, so okay, sondern macht wirklich Detailbilder, welches Kabel steckt wo drauf, das nach Möglichkeit, dass man auch sieht, was auf dem Kabel steht. Dadurch könnt ihr dann natürlich alles wieder Stück für Stück zusammensetzen und habt da keine Probleme in der Richtung. Ja Leute, Abschlussbetrachtung. Er passt, aber mit Umwegen. Für die Leute, die ein normales Gehäuse haben, ohne liegend eingebautes Netzteil, beziehungsweise die Leute mit Cube Case, mit Loch im Deckel, wo ihr bequem von oben an alle Schraubpunkte rankommt, ihr habt überhaupt kein Problem. Das ist alles gut machbar. Ihr müsst halt nur beachten, dass die Aussparung im Tray groß genug ist, um die Backplate zu verbauen, ansonsten müsst ihr das Ganze rausnehmen. Was mich ein bisschen stört, sind die sehr, sehr strammen Federn. Die haben Vor- und Nachteile. Vorteil von der ganzen Geschichte ist, ihr habt einen höheren Anpressdruck zwischen CPU und Kühler selbst. Nachteil, ihr braucht mehr Kraft, als es den meisten Menschen lieb sein wird, auf eure Mainboard, um das Ganze halt in Position zu drücken und dort zu halten. Allerdings, wenn ihr das Mainboard komplett ausbaut und die Backplate verbaut, dann bringt ihr die Kraft über die Backplate direkt auf den Tisch oder ähnliche eure Unterlage halt auf. Müsst da ein bisschen gucken. Hätte es eh machen müssen. Mir ging es bei dem Video nur mal, um euch zu zeigen, dass man da ein bisschen aufpassen muss, was den Kühler angeht und dass das alles nicht ganz so einfach ist, wie es manchmal scheint. Was kann euch davor bewahren? Nur gründliches Messen und schauen, ob es passt und wie es passt. Für den Kühler selbst gibt es auf der Crayrig-Seite die ganzen technischen Daten, was Höhe angeht und ähnliches, werde ich euch unten wieder verlinken. Und es gibt nochmal für die Leute, die sagen, oh, ich weiß nicht, traue ich mir den Einbau zu, eine gute Anleitung auf der Crayrig-Seite in Form von GIFs. Schaut ihr euch an, dann seht ihr schon ein bisschen wie und was. Auf den ersten Blick verwirrend, wenn man aber mal genau drüber nachdenkt, was da passiert, und sich die GIFs vor allem anguckt, also nicht nur auf die Bilder gucken, sondern mal warten, bis das GIF durchläuft, dann ist das Ganze selbsterklärend. Für den Punkt, ob ihr das Ganze auf euer Mainboard verbauen könnt, also ob er auf euer Mainboard passt, das ist so eine Sache, die ist ganz einfach zu beantworten. Da gibt es von Crayrig so eine Origami-Seite, nenne ich das mal. Ihr druckt euch was aus, macht schnell's aus, bastelt und könnt dann das gute Stück ansetzen, die Schablone, und testen, wo gehen die Heatpads lang, wie viel Platz habe ich, wo endet der Kühler und ähnliches. Da müsst ihr dann halt einfach nur danach gucken. Kommt noch ein Video von mir zu, allerdings nicht heute und morgen. Was ist noch zu sagen? Ich bin sehr positiv überrascht von dem Kühler. Er ist super gut einzubauen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Erfahrung. Dadurch ist das mit der Kraft nicht so ein Thema für mich, aber vielleicht für einen Anfänger. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass man wirklich die Kraft aufbringen muss und dass er nur von oben einbaubar ist. Aber das sind beides Punkte, über die kann man sich streiten. Dass er halt von die Verschraubung von oben macht, ist für Leute von normalen PCs, also stehendes Mainboard, wesentlich einfacher, beziehungsweise wenn ihr den Platz habt. Und ansonsten ist das Ganze gut von der Hand gegangen. Er tut, was er soll. Es ist ausreichend Platz für höheren Arbeitsspeicher und ähnliches vorhanden. Von daher, wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, schreibt die unten in die Videokommentare. Ich werde euch so gut es geht weiterhelfen. Und ansonsten, Dankeschön an Crayrig für das Zusenden dieses Hardware-Samples. Und an euch, viel Spaß beim Selberschrauben. Grüße, euer Simi.